Ja. Sechs, dann 12, dann 18. Also noch drei Furten muss er machen. Und dann haben wir die Mission geschafft. Das heißt, wir geben mal wieder ein bisschen Gas. Unser Bierbauer muss wieder beten. Man sieht, seine Religion geht eher langsam hoch. Würde er bei sich zu Hause beten, würde sie schneller hochgehen. Aber wie gesagt, dafür bräuchten wir einen Druiden und Öl. So, jetzt kriegen wir auch endlich wieder Steine rein für alle Fälle. Jetzt da unsere Straßen überall gebaut sind. Geschirr wird langsam etwas knapp. Ist aber noch ganz okay. Holzwerkzeuge müssen noch 5 produziert werden. Dann kannst du wieder zum Holzfäller werden. Bei Möbel haben wir noch mehr als genug. Ah ja, wir haben auch eh einen höheren Verschleiß an Holzwerkzeugen, weil jeder Arbeiter braucht eins. Ich glaub's. Nee, Träger brauchen keins. Gut. Aber der Müller hat zum Beispiel eins. Farmer haben eins. Die sind eh schon am kaputt gehen. Das heißt, sie werden sich eh bald neue holen müssen. Bäcker hat sicher auch eins. Ja. Bierbrauer. Ja. Das heißt, wir haben eh einen höheren Bedarf an Werkzeugen als an Möbelnstücken. So wie wir auch einen höheren Bedarf an Schuhen haben. So, die zweite Lieferung Bier ist unterwegs. Er war hungrig, jetzt ist es nicht mehr. Jetzt ist beides voll, weil er gut gegessen hat und geschlafen hat. Dank Geschirr und Möbeln. Dafür sollte sie langsam mal wieder gucken, dass sie die Nahrung hier füllt. Ich habe nichts gesagt. Und ja, in einer Mission wie der hier geht es noch recht gut, dass jedes Dreifamilienhaus nur von einer Frau unterhalten wird. Später werden wir irgendwann mal zwei Frauen pro Dreifamilienhaus brauchen. Und auch viel mehr Wohnhäuser. So, du bist unterwegs mit dem Bier, mit der zweiten Fuhre. Du hast auch gerastet, wie ich sehe. Du kannst trainiert werden. Und im Augenblick wenigstens keine Angriffe. Hätte ich jetzt nicht verschreien dürfen, wahrscheinlich. So, zweite Fuhre Bier wird eingelagert. Ja, noch zwei Fuhren. Ja, so Leder ist kein Problem mehr. Das ist sowieso irgendwie nett, dass man bei denen endliche Ressourcen, was eigentlich hauptsächlich Leder ist, handeln kann. Also ja, wir könnten auch Holzwerkzeug gegen Geschirr eintauschen, aber Lehm wird uns so schnell nicht ausgehen hier unten. Das da oben ist nur ein Baum. Ja, ich kann die Karte leider nicht größer machen.
Du hast die Warenmenge hergestellt, gut. Das heißt, du wirst wieder Holzfäller. Ja. Bei Möbel haben wir definitiv noch genug. Bier wird langsam auch im Überschuss produziert. Ja, und Mehl. Mit Mehl kommen wir gut hinterher. Auch was den Weizen angeht. So, unser Händler bringt die zweite Fuhre. Leder zurück. Mal gucken, ob er sich danach ein Schläfchen gönnt oder ob er gleich wieder losfährt. Nein, er fährt wieder los. Er könnte sich aber mal Schuhe besorgen. Es sind ja noch 11 Paar vorhanden. Aber ja, lassen wir ihn erst noch mal losziehen. Weil selbst Snorri hat Schuhe. Ja, nachher, wenn wir dann eine Siedlung haben, die auch auf Militärisches aussieht, wird das viel ein ganzes Stück anders aussehen. Wenn wir dann Schäfer und Weber haben, Bogenmacher. Bei Bogenschützen brauchen wir auf jeden Fall. Dann werden wir wahrscheinlich auch noch eine Schmiedekolonie haben, die Eisen herstellt und liefert. Vielleicht auch eine Goldkolonie. Ja, du kannst trainiert werden. Trainieren wir dich mal. Weil jetzt können wir schon, ich weiß nicht, wie es freigeschaltet wird, ein Lagerhaus bauen. Das brauchen wir allerdings nicht. In solchen Kolonien jedenfalls nicht. Da tun es Lagerzelte. Weil da wird dann hauptsächlich nur Nahrung und das Endprodukt gelagert. Und dann mit Händlern hin und her geschoben. Dann werden wir viel mehr Händler haben auf jeden Fall. So, die dritte Ladung Bier ist drin. Das heißt, wir können eigentlich mal die Geschwindigkeit wieder auf normal setzen. Weil ich vermute, dass auch demnächst mal wieder ein Angriff kommen wird. Jo. Bis jetzt ist keiner in Sicht, aber das muss nichts heißen. Ja, wenn du dich bewegst, verbrauchst du Nahrung. Also mehr Nahrung. Deswegen bleibst du einfach mal hier stehen. Ich schicke dich nicht nochmal zum Erkunden. Den Bauarbeiter schicke ich auch eher in die Richtung. So, die Liste der Obdachlosen ist gestiegen. Dadurch, dass wir einen Träger mehr haben. Ja. Wobei, es waren vorhin, glaube ich, auch schon 6. Das wird nie im Leben fertig, bis wir mit dem Bier fertig sind. Deswegen lassen wir das jetzt mal gut sein. So, du machst jetzt mal was weniger Gefährliches und gehst wieder töpfern. Hätte ich mir vielleicht früher überlegen sollen, meinen beiden
Trägern dann noch ein Gebäude hinzustellen. Vielleicht hätte ich von vornherein ein Dreifamilienhaus nehmen sollen, das dann irgendwo mehr hinpasst. Mist. So, noch eine Fuhre Bier brauchen wir. Na komm, machen wir den Rest jetzt im Schnelllauf. Scheinbar kommt kein Angriff mehr. Ja, ich weiß, dass du hungrig bist. Deswegen tank dich mal zu Hause voll. Schlaf dich aus. So, und dann geht's wieder ab an die Arbeit. Es liegt sogar Holz schon vor dem Lager rum. Keiner fühlt sich verpflichtet, es einzusammeln. Naja. Die Mission ist eh gleich rum. Wenn er seine letzte Fuhre abgeliefert hat. Ich glaube auch nicht mehr, dass wir mit einem Angriff zu rechnen haben. Ja. Euer tapferer Krieger hat uns von eurer Ankunft berichtet. Auch erzählte er von einem goldenen Saft, den ihr Bier nennt. Er brennt in der Kehle und beschwört den Geist der Ahnen. Bringt 20 dieser Biere in unser Dorf an den Ufer des Klitschnasssees und die Träne Manitus, nach der ihr begehrt, soll euer sein. Ja. Bier gegen ein Stück der Sonne tauschen. Ja, doch, man sieht Unterschiede an den Gebäuden. Bisschen. Also an den Ein- und an den Dreifamilienhäusern hier. Das hier hat ein etwas gelberes Dach, das ist ein etwas brauneres. Weil es mir gerade so aufgefallen ist, dass die Gebäude der Indianer unterschiedlich aussehen. Ob unsere das auch ein bisschen tun. So. Bier ist abgeliefert. Mission erfüllt. Endlich war es uns gelungen, das Vertrauen der Rotgesichter zu erlangen. Bei einem rauschenden Fest im Dorf der Krummnasen, bei dem auch so manches Fass Bier geleert wurde, feierte man die neue Freundschaft. Die Männer, Wikinger wie Krummnasen, saßen gemeinsam um ein loderndes Lagerfeuer und lachten fröhlich. Zwei ihrer Krieger hatten einen prächtigen Rothirsch gefangen und brieten sein Fleisch nun über dem Feuer. Häuptling Hinkender Bär saß stolz auf einem Stoß edelster Felle. Zu seiner Rechten mein Großvater, zu seiner Linken mein Onkel Thorwald, welchen der Häuptling aufgrund seiner Tapferkeit besonders zu schätzen gelernt hatte. Als das Fest vorangeschritten war, reichte Hinkender Bär meinem Großvater in einer feierlichen Geste ein hölzernes, mit Adlerfedern geschmücktes Rohr, in dem er ein wohlriechendes Kraut entzündet hatte. Großvater nahm es verwundert entgegen, hielt es dann auf Anweisung des Häuptlings an seine Lippen und atmete tief ein. Sein Gesicht färbte sich rot und blau, als er mit aller Kraft einen Hustenanfall unterdrücken musste. Hinkender Bär jedoch nickte bedächtig und überreichte meinem Großvater als Dank für die gewonnene Freundschaft den Sonnensplitter. Ja, damit haben wir gewonnen. Die Dunkelwälder können also machen, was sie wollen. Wir haben den Sonnensplitter. Und damit haben wir die Mission erledigt. So, ich würde sagen, bevor ich ins Hauptmenü jetzt zurückkehre, mache ich an dieser Stelle schon mal einen Cut. Und dann sehen wir uns gleich wieder im Hauptmenü, wenn wir die nächste Mission starten. Also, bis dann.